Tech-Demo steht. Die ist in Arbeit. Also wird noch gemacht. Aber ist schon wieder mal interessant. Ich habe mal ein Meeting gemeldet da online für. Ich hoffe, das wird was. Man kann es bei Kickstarter auch im Kickstart machen. Also für 20 Euro, glaube ich. Das ist das Basisspiel mit Cosmetics und du kannst dann bei Mehrzahl kannst du auch ein eigenes Schiff bauen. Also ein Gleiter sozusagen, ein kleines Schiff. Also, das weiß ich nicht, wie es heißt. Ja. Wie bei Star Trek halt diese kleinen Gleiter. Und Serverbauen zum Beispiel. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Werden wir jetzt reingucken können. Ich habe es gespeichert bei mir auf jeden Fall. Als Wishliste gemacht. Dass wenn es soweit ist, wenn es um 16. rauskommt, oder am 16. rauskommt, wenn es gibt alles, dass ich das dann spielen kann. So, wir schauen mal. Jetzt habe ich gerade gesehen, es ruckelt. Englisch. Gibt es noch mehr Sprachen? Okay, jetzt gibt es nur in Englisch. Display. Auf Vertical Field of View. Das werde ich mal ein bisschen runter machen. 80 Grad. Ich weiß, es ist wenig, aber damit es nicht ruckelt. Darum geht es mir jetzt erstmal. Unlimited, ja. Show FPS. Darf ich mal sehen, wie die FPS aussehen? Show Unit Times. So. Graphics. Renderer Scale 100%, das machen wir jetzt mal auf 90. Ich hoffe, das ist nicht so viel darunter hier. Medium, das will ich aber auf Ultra haben. Hey, reicht. Hey, hi, hi. Volumen, Sachen noch mal an. Motion Blur auf keinen Fall. Das weiß ich, was das hier gerade ist. Medi. Das ist mal so Standard. Blumen. Lass ich mal. Manche leisen ja sich auch erstmal. Ich werde gucken, wie es hier laufen funktioniert. Mein Hund ist hier. Nicht mehr. Ah, da. Und die Leine. Ist ganz aktiv bei mir. So. So. Ja, schauen wir mal, jetzt nicht mehr rein. Es sind zwei Trainingsmodi. Alles ob angenommen ist hier. Ja, okay. Das ist okay. Ja, Bello. Ja, also das Material erstmal probieren, ne? So, wie ist ein Weltraumsimulator, also ein Raumschiffsimulator sozusagen. Wo du auch die Crewmember bist, also die Spieler an sich. Ich guck mal, wie die Qualität ist. So muss ich runterschalten. Bello. So. Das ist eine ganz frühe Version, wie gesagt. Welcome to the Magellan Class Scanning and Navigation Training Module. My name is Ava. I'm the UN Space Fleet's AI voice assistant. In this module, we will review the correct procedure for identifying targets of interest and then navigating the ship to the desired location.
To begin, proceed to the ship's bridge. I have placed some waypoints on your HUD to help you find your way. Kann ich alles nehmen? Okay. Nach da soll ich gehen, ja? Boah, schön schnell. Also ich weiß nicht, was bei euch passiert, das ist ziemlich schnell. Das ist die Rücke. Okay. Welcome to the bridge. This is the ship's nerve center, where you have command and control over any ship system. Right now we're interested in the sensors, so make your way over to that console and take a seat. So, dieser? Okay. Welcher? Ah, da. Oh, muss ich dazwischen? This station is responsible for scanning space around the ship and highlighting any targets of interest for the command staff. Before we perform any scans, however, let's take a look at the different sensor modes available to us. The Galactic Position Mode makes use of the standard UN Galactic Positioning System and simply shows us our location relative to the Milky Way galaxy. The Stellar Region Mode employs the long-range sensors to detect information about star systems within a 50 light-year radius of the ship. The Star System Mode uses the short-range sensors to provide a more detailed overview of the star system we are currently in, with a maximum range of about one light year. Go ahead and press that button now. Was für ein Button denn? Ah, okay. The range controls allow you to fine-tune the display range of the sensors, mm-hmm. which makes it easier to focus on particular objects of interest, or to gain a high-level overview of the current star system. The central panel lists all of the valid objects in range, which you can click on to select as a target. Go ahead and click a few different targets now. Ja. Sol, Markus, Venus. Venus ist gut. You'll notice that the target information panel displays more detailed information about your selected target. Mm-hmm. Once you are happy with your selection, press the Send to Helm button to make the target coordinates available to the Helm console for navigation. Okay, das ist cool. Now head over to the Helm console and take a seat. From here, we will navigate the ship to your chosen target. Hallo? Von da. Das ist Navigations... Okay. Das ist also vorne. Das ist gar nicht vorne hier. Let's begin by taking a quick look at the various screens available to the helm. Mm-hmm. The left-hand display is dedicated to navigation and shows both the ship's current galactic position along with its target destination coordinates. Interessant. The central display deals with the flight controls themselves, including the FTL system, sublight engines and reaction control thrusters. The right-hand screen features the autopilot controls, toggles for the 3D target indicators, and the ship's navigation lights. Mm-hmm. Okay, let's retrieve the target information from the sensors by pressing the Use Sensor Target button on the navigation panel. Nice. Ach, mein Kappen noch. Hallo. So, Kaffee fertig. Your target coordinates should now be displayed in this box,
which represents your current nav target. The galactic coordinates represent the target's position in the galaxy to the nearest whole light year. The coordinates are relative to the center of our galaxy, the supermassive black hole known as Sagittarius A star. The local coordinates represent the target's position within a star system. The coordinates are relative to the system's center of gravity, which is usually a star, or the barycenter in multi-star systems. While it is possible to fly the ship manually to any location in the galaxy, let's engage the autopilot for now, so that I can take care of that for you. Okay. Go ahead and press the highlighted button on the right-hand screen. The ship will now automatically turn to face the current nav target. Nice. But you will need to manually engage the FTL system in order for us to get underway. You can now engage the FTL system when you are ready. While the autopilot is engaged, I will manage the ship's speed and final approach to the target coordinates. Okay. So just sit back and enjoy the ride. The FTL system works by compressing space ahead of the ship and then expanding it behind, creating a bubble of warped space with the ship at its center. The compressed space amplifies the ship's current velocity by a factor of the FTL field strength, so the ship's sublight engines are still used to provide the required thrust. The maximum speed of the ship is therefore a combination of the FTL field strength and the thrust output of the sublight engines. Okay. In the Magellan class, this is approximately 300 light years per hour. Okay, it looks like we have arrived at the target coordinates. Now that we've seen what the ship can do over a relatively short distance, let's pick a target that's much further away. Head on over to the sensors console again and take a seat. Gehen wir nochmal dahin. Nehmen wir uns den Platz. This time we're going to use the long-range sensors. Go ahead and press the Stellar Region button to view our local... As before, you can use the Display Range buttons to increase or reduce the number of displayed objects, depending on your needs. If you click between a few of the objects in range, you'll notice that none of them have any detailed information yet. This is because a sensor scan is required. Ah, okay. Also, die haben alle... Let's take a closer look at our nearest. Ja. Click on Alpha Centauri. Alpha Centauri. Scan target button. Nächste. Das ist 4,58 Lichtjahre entfernt. Okay. Koordinaten 2584B. Oder 8. Sonnensystem 4946. Das Sonnensystem ist es sein, ne? Gut, wir nehmen jetzt mal dieses jene hier, Alpha Centauri. Und dann schauen wir mal gucken. You'll notice that the target information panel now gives us a high-level overview of the targeted system, including important data points, such as the extent of the habitable zone. This information can be used to determine if a star system is worth closer inspection. Okay. For example, if a planet exists in the habitable zone, you'll need to use the short-range sensors from within the system itself to determine if that planet can truly support life. Kannst Select natürlich one nicht. Of the planets in the system that you'd like to take a closer look at, and then press center helm as we did before. Hm, was schön, jetzt machen wir mal hier auf den Centauri. Terrestre. Okay. Now return to the helm console and take a seat once again. Press the Use Sensor Target button again on the navigation panel to set our new nav target. Now engage the autopilot again to orient the ship to the new target coordinates. And now, engage the FTL system so we can get underway. Our previous journey was merely interplanetary, but we're now leaving the Sol system behind and entering interstellar space. The Milky Way galaxy is a vast and mysterious place
where even light takes over 4 years to reach our nearest stellar neighbour. Thanks to recent breakthroughs in FTL technology, however, we can now make that same journey in around 1 minute. What? Even so, at our maximum speed of 300 light-years per hour, it will still take over 2 full weeks to fly from one side of the galaxy to the other. Oi. That's a distance in excess of 100,000 light-years. Ein bisschen nicht, aber. Our galaxy contains hundreds of billions of star systems that are waiting to be explored, in addition to countless other stellar phenomena that we don't have names for yet. This ship and her crew are tasked with exploring distant new worlds, seeking out new life in all of its diversity, Star Trek. And making peaceful first contact with any intelligent species that are encountered along the way. The galaxy can also be a dangerous and unforgiving place, so as we tread cautiously into the unknown, we should remain mindful of any potential dangers lurking in the dark. We're not far from our destination now, so sit back and enjoy the view while I handle the final approach. Sehr ruhig ist es hier, ne? Okay, here we are. You are now looking at an entirely new world, bathed in the light of another star. Okay. At this distance, our home is now just another point of light in the darkness of space. Does life exist here? What new things can we discover on this world? These are the questions that this ship was designed to answer. Mm-hmm. This concludes the scanning and navigation training module. You are free to continue exploring if you wish, but please be aware that your progress will not be saved. Thank you, and goodbye. Okay. Sehr interessant. Das Schiff mal angucken, ja? Gut. Schiff mal angucken. Ich hoffe mal, das darf ich. Werde ich einfach abgebrochen irgendwo. Da. Was haben wir denn hier? Da kann ich auch nicht rein. Doch. Oh. Mhm. Schönes Schiffchen. Sind wir jetzt aus der Enterprise. Ja, eine Enterprise-Vision. An der Seite gucken. War ich gar nicht dran, ne? Doch. Okay, das ist wahrscheinlich die Captain's, ne? Jetzt können wir weiter gucken. Da ist das. Okay, hier ist der Besprechungsraum, da habe ich angefangen. Nochmal so einer. XO Office. Was ist das hier? Captain's Office, na klar. Aber eigentlich sieht die genau gleich aus. Wobei, da steht noch eine goldene Rakete. Das steht hier, glaube ich, nicht. Nein. Das hier ist... 10 vorne, nein. Konferenzraum. Open machen oder so, ne? Was kann ich anklicken? Alarm drücken. Geht auch nicht. Wow. Oh, ein guter Wein. Ein Apfel.
Also hier ist Turbo-Fahrstuhl, ja? Möchte da irgendwie rein? Doch, hier muss ich da reinkommen, oder? Hier ist 10 vorne oder was? Cool. Muss aber die Bar auf jeden Fall bemerken. Ganz schön fertig ist schon, wer weiß. Hier ist der Essensraum, den ich auch nicht aufkriege. Das Fenster auch nur. Hey. Komm mal hier rein, ne? Wow. Deck C. Science Labor. Okay. Das Science Labor. So, hier. Starboard. Quantum, 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 Quantum. Physik, Quantenphysik. Astrophysik. Oh Gott. AFT. TBC. AFT sind das nicht Roboter oder sowas? Kann ich so machen, ne? Ist alles ziemlich leer. Boah. Okay, Laderaum. So hier hinten. Noch ein Laderaum. Noch ein Laderaum. Da komme ich nicht rein. Okay, ist noch nicht fertig, deswegen kommen wir nicht rein. Okay. Hier wieder hoch. Uns nur Lager anscheinend. Sehr langweilig. Gefängnisse. Okay, hier sind Gefängnisse.
Oder Zellen, wie auch immer, ne? Was man möchte. Grill auch. So. Okay. Jetzt haben wir die Zellen gesehen unten. Dann haben wir das Laderaum. Drei größere Laderäume. Da passt einiges rein. Wir haben FS-Zahl von 30, 36. Okay. Jetzt 20, 22, 30. 25, 24, halt. 19, 20. Okay, die FPS, da müssen wir noch ein bisschen am arbeiten, glaube ich. Ich will einen Fahrstuhl haben eigentlich. Map? Gibt es eine Map hier? Keine Map. Ich will wieder hoch, hä? Hey. Das Schiff kann sich verlaufen im Schiff hier. Echt mal. Kleiner Lagerraum. Ich würde gerne wieder hochfahren. Ach, hier geht's berghoch. Weiter geht's berghoch. Was haben wir denn hier? Baby True Kabine. Okay. Das ist dann eine Kabine, wo ich dann wohne dann später, ja? Sieht alle gleich aus, denke ich mal. Ne? Alle noch leer. Oh, dunkel. Man kann Passwort, also 3. Hier ist ein Dicht. 3. 4. 5. 6. 7, 8. Hier ist nichts zu sehen, leider. Ich will ja nach oben. Natürlich ist auch wieder die Crew ist hier untergebracht. Die Crewräume sozusagen. Und anscheinend gibt es 123 Crewräume. Scheint. So. Hier ist eine Karte vom Schiff. Das ist gut. Wo sind wir denn? Ah, da sind wir. Okay, wird angezeigt. Oh, hier, hier ist ein großes Schiff. Großes Raumschiff. Weltraumschiff, ja. Großes Schiff. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt die Lager gesehen, wir haben die Rücke gesehen, wir haben Captains Zimmer gesehen, Schwervertreter Captain gesehen den Raum. Wir haben Lager gesehen. Schon mal. Das Spiel kommt ja erst am 16. raus. Also haben wir ein bisschen Zeit, um ein bisschen einzuschauen. Weil die Dings besser wird. Nation D-Deck bin ich. D-Deck Crew. Habitat. Also für die Crew. Quasi. Ne? So. So, ich bin ganz gleich hier, ne? Mein Kraft erledigen. Bin gleich wieder da. Augenblick.
So, da bin ich wieder. Ja, das Schiff angeguckt, ne? Gerade eben. Dazu machen wir halt nicht drei Motor reichen. So. Wir wollen jetzt eigentlich Medical, weil ich gerade ausgekreuzt bin, Medical Facility. Raptorraum. Boah. Crewmember. Ich nehme mich Medical. Ich muss nach außen, nicht nach innen, ne? Crew. Oh, Crew. Alles Crew. Oh, okay, hier ist richtig. Wir müssen mal mehr Dinger sein. Jetzt bin ich da, ne? Deck D. Habitat. Upper Decks. Ha! Dann ist hier unten Lower Decks, ne? Lower Decks. Denke ich mal. Lower Deck. Und dann haben wir hier unten. Engine. Maschinen. Hier ist der Maschinenraum. Die Maschinen sind noch nicht da, ne? Wow. Okay. Das ist die Maschinen, der Maschinenraum. Sozusagen das Kraftwerk. Ein Lower Deck, Lower Decks. Interessant. Feuerlöscher. Aber ein bisschen altmodisch, ne? Ach, Maglana ist das Schiff. Okay. Wie komme ich da runter? Ah, da hinten. Ist das hier? Kann man aufmachen? Okay, aufmachen nicht, aber bewegen. Ja. F-Deck Forward. Vorne. Ah, da geht's runter. Das ist der Maschinenraum da unten. Alles im grünen Bereich, wie es aussieht.
Kann ich sogar einzeln testen, alles hier. Glaube ich. WIP. Ich glaube, ich habe es ausgeschaltet. Kann man es auch wieder einschalten? Hallo, Control. Flow 4, Flow, Lüftung, ne? Jetzt hier wieder einschalten. Ja, ich glaube, ich habe die Maschine ausgeschaltet. Problem. Wir schauen wieder ein. Es geht. Lalalala. Ich gehe mal wieder hoch, ne? Hab ja gar nichts gemacht hier unten. So. Ich war's nicht. Was steht da? Reaktorraum. Deck F. Maschinen. Ja, Maschinen ausgeschaltet. Ja, passiert, ne? Was haben wir hier? Habitatata? Lower Decks, das sind Lower Decks. Hier, wo Star Trek spielt, Lower Decks spielt. Upper Decks und Lower Decks. Die Lower Decks sind nicht ganz so komfortabel wie die Upper Decks. Weil es doch höher gehen müsste, gleich dann Captains und sowas kommen. Science Labs. Wir sind Science Labs.
Wo auch noch nichts drin ist. Da grüße ich gleich. Was haben wir hier Schönes? Vorwärts. Linguistik. Da. Boah, wow. What? Astrophysik und Quantenmechanik. Und links ist lingual, also linguistische. Sprache und sowas. Komisch. Das ist die Venus. Oh, die falsche Farbe. Ich habe ja eine blaue Erinnerung. Ah, ist ja nicht Venus. Ich bin ja nur Venus-Bereich. Venus ist hier zentrale Planet, wo die rumfliegen. So, so. Ja, hier sehe ich ja gar nichts. Auch gut. Was? Ozeanografie? Also um Ozean prüfen und testen. Okay. Zwei Räume. Ozeanografie. Warum kann ich hier kein Licht anmachen? TBC. Noch nicht durch, ne? Also es ist noch lange, die fertig ist ja noch ganz frühe Version. Also früh ist ja auch nicht mehr, die ist so kurz vor Fertigstellung. Kann auch noch mit dem Fahrstuhl nach oben, ne? Oh. Ach, das ist. Ah, das ist ein Licht da, richtig. Gucken, austesten. Extra Pfeile dran, oder? Okay. Linke Seite. Ah, okay. Also irgendwie. Was ist hier Licht an? Okay. Lampen. Rechte Seite. Meine auch. Das geradezu. Links, rechts. Und das hier ist alles. Okay. Das heißt, immer auf anderen Etagen Lichter einschalten. Sonst ist es dunkel. Hui. Wenn so ein Kontrollpanel irgendwo ist. Müssen wir einschalten. Hier ist nichts. Lampen sind an. Aber Licht ist dunkel. Das müsste, glaube ich. Ja. So, wir gucken mal. Hier muss auch noch ein Schaltdingspunkt sein. Eigentlich, dachte ich mir. Ist alles aus, ne? Gucken wir mal, hier ist noch irgendwas? Ne. Hier ist dunkel. So.
Ist alles an, ne? Jo. Was gibt's auf jeder Etage, ne? Und Schalter. Das könnte interessant werden. Wenn es irgendeinen gibt, der hier was kaputt machen möchte oder sowas, ne? Wie zum Beispiel Maschinen ausschalten. Oder mal laden. Der kann es dunkel schalten, das sieht ihn keiner. Aus mit Nachtsichtgeräten. Aber warum ist hier unten dunkel? Ah, ja auch. Hier muss doch eigentlich irgendwo der Fahrstuhl sein. Fahrstuhl ist in der Mitte, ne? Eigentlich. Also hier irgendwie. Storage. Das ist das Lager. Kommt gleich. Ich bin da. Labore, 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 rundherum Labore. Also Lager. Mal gucken. Alarmband? Nee. Auch noch nicht aus. So, und jetzt? Bin ich da? Okay. Gut, gut, gut. Dann gucke ich mal, ob ich weiter hochkomme. Wir sollten Deck kommen. Science Labor. Labore halt. So, hier oben. Was steht hier? Live. VIP Lift. Also wenn du VIP-Zugang hast, kannst du hier hochfahren. Zum Fahrstuhl nehmen. Du musst den großen Fahrstuhl nehmen, der da hinten ist. Ah, kommst du gar nicht rein? Ist ja auch noch nicht ausgeschaltet. VIP. Was denn hier? Essenslager? Donuts? Lohnen. Was ein Essenslager. Naja, ich das mal an. Dann gehen wir es mal hoch, wa? Lohnen auch alles an. So, gehen wir mal gucken. Etwas höher. Hier oben ist oh, okay. Das Restaurant ist ziemlich groß, also so groß, als ich dachte. Kommandodeck. Okay, hier ist schon Kommandodeck wieder. Da ist die Venus. Eigentlich nicht, das ist ja nicht die Venus. Wir fliegen mal woanders hin, ne? Ich will mal zum
Mars fliegen eigentlich. Mal gucken, wie Terra aussieht, also Titan aussieht. Das heißt, wir gucken hier, ne, irgendwie F. Roll left, roll links. Der Automotor, Engines. Navigation ist das hier, ne? Das muss ich erstmal hier einstellen. Sekunde. Da ist das gewesen und da hinten müsste das dann sein. Aha. Emergency Light, okay. Bordlicht. Alien Virus. Oh. Disco-Modus, ja, dann lassen wir. Disco-Modus ist cool. Ja, so, was wir richtig Musik haben, dann gleich wieder da. Sekunde. Jetzt bei Lidl, dem offiziellen Partner deiner Sparpreise. Wagner Steinofen-Pizza im Doppelpack. 2x320 Gramm, 50% günstiger, nur 3,33. Und Red Bull 0,25 Liter, nur 88 Cent. Lidl lohnt sich. Dom in der Tech, Hammer uns geschworen, Million unsere Welt. Alles, was man kriegen können, nimmer mehr auch mit. Weinet jede Augenblick nur einmal geht. Zum KIT, mir trinke jene Kölsch und mir fahre KVB. Enkelmensch im Mittelwitsch, bei uns ist immer jen los. Mir fiere jene Jahr auf Klein auf Groß und wartet auf Kors. Da sind wir dabei. Klüngel und Aschuse, Hase, Tee. Alarf, Obrusen, Wanderhund, Aloha, CSD. Wir sind multikulinarisch, wir sind multikulturell. Wir sind in jeder Hinsicht aktuell. Auch sexuell. Da sind wir dabei. So. Das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den Gott und haben noch immer Durst. Da sind wir dabei, das ist prima.
mit lebenden Augenblick. Und der ist genau jetzt. Da sind wir dabei. Da ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Da sind wir dabei. Jo, Kellnerschiff. Das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Lust. Da sind wir dabei. Das ist Alert. Das hier ist aus. Aber das ist, glaube ich, das Auswinkel, ne? So, ich wollte jetzt mal wieder zurück nach Soul-System. Du führst dein Leben ohne Sorgen. 24 Stunden, 7 Tage nichts gefunden. Was du heute kannst besorgen, das schiebst du ganz entspannt auf morgen. Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben. Denn wie du dich veränderst, will ich mir nicht geben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit knallharten Champagnerfäden, mit fein viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss den Fame, all die Willen und die Sonnenbrillen. Ich fühl jetzt ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauch. Du führst dein Leben ohne Limit. 56 Wochen, alle Gläser sind zerbrochen, zwischen denen du nichts findest. Und. Merkst du nicht, dass auch du langsam verschwindest? Ich hab ne Weile gebraucht, um zu verstehen, es geht nicht darum, was andere in dir sehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben, denn wie du dich veränderst, will ich nicht erleben. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, mit knallharten Champagnerfäden, mit Fame, viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben, ab jetzt wird es mir besser gehen. Vergiss den Fame, all die Willen und die Sonnenbrillen. Ich fühl so jetzt ganz genau, das zu meinem Glück nicht brauch. Das wird die Zeit meines Lebens. Und niemand ist mehr dagegen. Das hab ich für mich erkannt. Und deine Bilder hab ich endlich erbrannt. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit knallharten Champagnerfäden. Mit Fame, viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Ab jetzt wird es mir besser gehen. Hab viel gelernt, viel erlebt und auch viel gesehen. Ich fühl jetzt ganz genau, ich muss endlich eigene Wege gehen. Ich wünsch dir noch ein geiles Leben. Mit knallharten Champagnerfäden, mit Fame, viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Okay, ich muss den Reaktor wieder einschalten. Ich bin lokal patriot, mit stolzer Brust, mit Fahnen schwingen Rot und Weiß. Alle wollen nach Berlin,
Ich muss gerade ein anderes Ding reinmachen. So. Ah, nee. Ich muss den Reaktor wieder starten, der Reaktor umschaltet. Ah, toll. Ich will mal verschiedene rum haben. Weiter, Apparat. Weiter, blauer. Und noch einer runter. Engineering. So, Maschine auch, muss aber den Motor wieder einschalten, die Maschine einschalten irgendwie wieder. Ich weiß nicht wie, aber muss die Maschine wieder einschalten. Oh, okay, ist online. Okay. Online, online. Alles an. Ist an. Ist okay. Alles an. Okay, alles gut. Ja. Das ist hier schon Licht aus. Lebens. Oh. Maintenance, was? Access. G-Deck. Also ein G-Deck. Oh, hier ist alles aus. Discord ist cool. Ich jetzt auch nochmal die Deck. Starboard. Ah, das heißt dann, da sind wir aus Raumschiff drin.
ist das hier? Okay, Reaktor. Sieht aber nicht aus. Das ist ja auch nicht aus, verstehe ich aber nicht. Da kann ich nichts einstellen. Hier ist das Licht aus. Warum weiß ich aber nicht, aber nicht, eigentlich nicht. Workshop? Okay. Ist das hier? Sieht auch alles aus. Okay, sehr viele Sachen sind aus hier. Da auch? Sache. No power. Ich hab keine Power. Was für? No was? No low. Keine Ladung. Keine Power. Das alles an. Das auch alles an. Alles an. Hier ist noch alles aus. Entweder kann ich das oder was machen aus. Okay. Ist alles an. Kontrollraum. Und Controls drin. Oh. Ich will gucken. Leeres Schiff. Wir allein auf dem Schiff. Oje, oje. Ganz allein auf dem Schiff. Das ist auch alles aus hier, ne?
Was ist das? Okay. Was ist das hier? Dings? Was war das? Eine Abteilung? Batterieraum für okay. Das ist Batterieraum. Okay, da kann man Batterien reinmachen, ja? Okay, Batterien. Habe ich auch nicht gesehen. Batterieraum. Boah, so viele Dinger, verschiedene Dinger hier, ne? Was ist das hier für ein Raum? Nochmal ein Batterieraum, ne? Batterieraum 2. Das ist Batterieraum 3. Alles an, aber warum ist das Licht hier aus? Aha. So, dann gehen wir zum nächsten, ne? Hast du meinen Charakter? Okay. Wir starten Johnny. Okay, Editor. Command Operation Gina Tech. Operations Room. Deckchef. Rang Leutnant. So, Leutnant. Ich bin Leutnant. Head normal. Mal. Torso, Night Chip, On. T-Shirt. Jacket, keine. Body Shirt, Male, Female. Warum gibt es hier keine Diverse? Da muss es eine Diverse geben. Animation, neutral. Maskulin, natürlich. Face. Hair. Classic Short. Classic Short. Kein Bart. Haarfarbe. Safe. Okay, muss ich ja einschalten.
So. Hey, weißt du, kannst du... Jetzt ist der schon wieder aus, ne? Hey, ist auch alles an. Okay. Passt auch alles an. Jetzt ist hier alles aus. Ja. Gehen wir zum nächsten über, ne? Ist alles aus hier. Ist ganz Wahnsinn. So, wir gucken doch mal oben gleich nochmal. Das sieht ja genau. So, aber warum bin ich denn da nicht? Ja, darum, da muss ich hin. Das heißt. Links geradeaus. Links geradeaus. Links geradeaus. Ist hier kein, wo es runter geht. Da bin ich jetzt. Hey, ich will runter. Bin ich denn jetzt hier gelandet schon wieder? Dann gehen wir mal da hoch. Kryogenes Lager. Gott. Oh, immer neue Sachen zu entdecken hier. Ich muss nichts Spiel reingehen, langsam mal, aber das Spiel ist echt umfangreich. Aber jetzt noch sehr wenig los hier, weil es jetzt noch nicht losgegangen ist, weil es nur ein Test ist. Testlauf. Kryogene Lager. Okay. Und das eine aus. Ich weiß nicht, warum die alle aus. Ich will hier hinschalten eigentlich. Ich bin ein Außenring, ne? Kryogene Kammer. Das sind da Batterien. Den Kryogenen Kammer hier, ne? Tech Engineering. So. Aber jetzt alles aus. Ich kann nicht zu Maschinen hin, ey. Ich würde zu gerne die Maschinen einschalten, ey. Aber mir kommt so vor, als wenn ich nicht alles einschalten kann. Das ist das Problem.
Wir gehen uns zum nächsten, ja? Customize Ship. Okay, aber. Fault. Season. Halloween, Christmas. Nein, kein Season. Los. Ui. Light. Safe. So, Kaffee. So. Oh. So viel mit acht Möglichkeiten drin, ey. Das ist heftig im Spiel, das ist Wahnsinn. Ich dachte nicht, dass du so viel machen kannst hier. Location, F-Deck. Oben steht links, wie du wirst, ne? Kamera. Mode. First Person. So, wir gucken mal. F4 auf Safe. F3 ist klar. Safe ist mir egal. Was ist F1? Okay, das ist das. Bugfix. Cancel. Quick. Okay. Das ist das. Ah, Stinoa. Ja, ist auch drin. Ja, ist interessant. Kick. Server. Ah, okay. Maximum Player kannst du eingeben. 20. Oh, that's about enough.